Wiener Weiler, mein Name. Mit Jahre Stienke hätte ich gerne gesprochen. Ja, das ist bei Telefon. Guten Tag, junge Frau. Grüße Sie, Herr Binker, von ja? der Online-Vermittlungsagentur melde ich mich. Und zwar Ihre Rufnummer, die wurde bei einem Großunternehmen ausgelost. Und dadurch haben Sie jetzt zwei Reisen im Wert von ca. 800 Euro sowie einen Preis im Wert von mindestens 500 Euro gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, danke schön, vielen Dank. Bitte schön. Das ist Auslosung, wie Lotto? Okay, nein, das ist kein Lotto. Ich erkläre Ihnen mal. Ja, danke. Das Ganze, na bitte, das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen von Großunternehmen zustande, bei welchen Sie sich mal in der Vergangenheit beteiligt und eingetragen haben. Also wenn Sie mal irgendwo was bestellt haben, eine Mitgliedschaft abgeschlossen oder sich über das Internet registriert, hatten Sie eine Teilnahmebedingung akzeptiert und damit haben Sie automatisch recht, auch bei dieser Verlosung dabei zu sein. Oh cool, das ist sehr gut. Sie bekommen jetzt in diesem Zusammenhang, Herr Becker, eine viertägige Flugreise nach Baltikum und eine viertägige Flugreise nach Venedig. Die sind für jeweils zwei Personen. Ja. Da ist Transfer schon dabei, Hin- und Zurückflug, Übernachtung und Frühstück, alles kostenfrei. Ja. Beide Reisen haben auch eine unbefristete Gültigkeit, sind übertragbar. Also wenn Sie möchten, können Sie diese Reisen auch weiter verschenken oder auch verkaufen. Nein, das werde ich selber behalten. Okay, wenn Sie das behalten, können Sie das Datum selber bestimmen, wann Sie dorthin gehen möchten. Die sind jederzeit und jahrelang auch gültig. Ja, können wir das bei Weihnachten machen, weil ich das nichts mag, mit das ganze Menschen so verrückt spielen bei Weihnachten. Können wir das da machen? Okay. Genau, da können Sie Weihnachten hinfliegen, ist kein Problem. Oh, super. Folgende Daten liegen vor mir. Sie wurde in Mariendorfer Damm 179 in 12107 Berlin. Stimmt die Adresse ja, noch? Ja, Berlin, genau. Spandorf. Okay. Tempelhof, Entschuldigung. Kein Problem, hier steht Berlin sowieso nur. Ja. Sie sind geboren am 1.9.1981. Jawohl, das ist meine Geburtstagung. Okay. Super. Diese beiden Reisen bekommen Sie in den nächsten Tagen mit der Post an Ihre Anschrift zugesendet. No. Außer diesen beiden Reisen bekommen Sie auch noch den zweiten Preis in Wert von mindestens 500 Euro. Sie sind bei dieser Verlosung einer von fünf Glücklichen, die vier. Die bekommen die 500 Euro in bar überwiesen. Einer davon bekommt eine achttägige Flugreise in die Türkei nach Antalya und Kappadokien, hat auch einen Wert von ca. 800 Euro. Ja. Können Sie auch eine Person kostenfrei mitnehmen, ist auch mit Übernachtung und Frühstück. Ja, junge Frau, das ist richtig verstanden, dass noch vier andere Leute kriegen. Ja, Sie bekommen diese zwei Flugreisen, die sind 100%. Dann bekommen Sie noch einen zweiten Preis. Ja. Da bekommen Sie entweder 80%, die 500 Euro auf Ihre Konto überwiesen, nur zu 20% Türkei-Reise. Genau, Sie bekommen beides. Ja, aber ich muss jetzt nichts mit das andere Leute bei Urlaub machen oder eigene Urlaub machen? Nein, das ist eigene Urlaub. Ach so. Nicht mit Leute. Nee, ich wollte auch nichts mit fremden Leuten Urlaub machen. Nichts so, nee, bloß nicht. Nichts gut. Aber sehr gut. Sie können eine Person aber mitnehmen. Zum Beispiel Freundin können Sie mitnehmen. Meine Frau? Genau, Ihre Frau. Freundin? Alles, okay. Wenn Sie wollen, Frau, Freundin, lieber die Frau. Okay. Alles, was ich Ihnen jetzt hier am Telefon erkläre, bekommen Sie in schriftlicher Form bestätigt. Das ist Ihre Garantie und Ihre Sicherheit. Und bei Fragen können Sie uns über unsere Kontaktdaten in den Unterlagen von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 17 Uhr jederzeit erreichen. Lena Weiler ist mein Name. Ja. Okay. Diesen zweiten Preis, Herr Benker, die 500 Euro, die bekommen Sie dann auch separat per Banküberweisung überwiesen. Auf welche Bankverbindung möchten Sie Ihren zweiten Preis? Also mit welcher Bank arbeiten Sie? Reises kriegen, noch ein Reises kriegen, Geld kriegen und noch ein Reise bekommen, right? Nein. Okay. Sie bekommen zwei Flugreisen.
Baltikum und Venedig. Ja, ja. Dann bekommen Sie zu 80% die 500 Euro oder die Türkei-Reise. Wo ist Baltikum? Wo ist denn? Was ist das? Das ist Osteuropa, das ist Litauen, Lettland, Estland. Auch Russland? Kann man Russland machen? Genau, also das ist ja Alt-Russland. Also Moskau angucken, ja? Kann man machen? Also ja, wenn Sie dann extra in den Bus einsteigen, können Sie auch nach Moskau fahren. Aber nichts mit Flugzeugen bei Moskau kommen? Nein, nein, Sie fliegen nach Baltikum, also ins Baltikum fliegen Sie. Und was waren das Länder? Was kann man da gucken? Estland, Litauen und was war es noch? Estland, Litauen und Lettland. Und was welchen das beste Tourismus geben? Welche beste Land machen? Wir gehen in drei Länder. Also sie fahren in die drei durch. Also Litauen, Lettland, Estland, das sind kleine Orte. Und die gehen in die drei. Also das Kaffeefahrt machen? Nein, das ist keine Kaffeefahrt. Das sind hochwertige Flugreisen. Aber Sie mit Bus sagen? Also da ist ein Hotel dabei. Nein, nein, wenn Sie nach Moskau wollen, können Sie mit Bus. Aber nach Baltikum fliegen Sie. Okay, und wo das Berlin, Hamburg, Stuttgart, welche Flughafen? Das können Sie selber auswählen. In Berlin, von Berlin können Sie abfliegen. Sie fliegen mit Lufthansa, Visa, Ryanair oder Airbaltic. Das ist gut, weil kann ich nichts bei Hamburg Stadtverbot haben. Kann ich nichts bei Hamburg fliegen? Nein, den Abflughafen in Deutschland können Sie selbst auswählen. Es wird auch ein deutscher Reisebegleiter vor Ort sein, wenn Sie möchten. Ein was bitte? Ein deutscher Reisebegleiter. Also das, wenn Sie zum Beispiel, ja? Weil Sie sich vielleicht nicht so gut dort auskennen, wird ein deutscher Reisebegleiter sein, der Ihnen dann weiterhilft, wenn Sie möchten. Oh, also das genau. Tourismusmanager? Genau, stimmt. Oh, das genau. Aber das nichts bei Hotel bei mir schlafen? Nein, um Gottes Willen, nein. Sie schlafen dann auch dort im Hotel mit Ihrer Frau oder Freundin. Ja. Kennen Sie, den Preis, ich habe das mal bei Fernseher, ja, ein Mann bei Straße Interview mache zu Valentinstag. Sie kennen Valentinstag? Natürlich. Ja, und der sagt zu einem Mann bei der Straße, was möchten Sie Ihres Frau oder Freundin wünschen? Und dann sagt der Mann, dass die beiden sich nicht kennenlernen. Dass die beiden sich nicht? Kennenlernen. Warum denn nicht? Na, den Frau und den Freundin. Der sollte sich nichts kennenlernen, weil sonst Kampf geben. So. Das ist wie Bärenkampf, ja, genau. bei Russland. Ganz gefährliche Sachen. Natürlich. Also soll ja auch nicht sein. Soll ja auch nicht sein, Freundin oder Frau. Soll nur Freundin oder nur Frau sein. Und ja, die Köpfe, drei Frau. Oh. Okay. Ja. Wenn Problem? Sie so viel Geld haben, ja, natürlich. Nein, wenn Sie so viel Geld haben, dass die, dass Sie auch die Frauen, wie gesagt, alles leisten können, das ist ja kein Problem. Ja, ich also für mich wäre es ein Problem, aber wenn für das Ihre Frauen kein Problem ist. Nein, die alle bei hier leben. Wir haben Ziegenfarm, das viel Geld geben. Können Sie Ziegenfarm? Super. Nein. Ziege. Gut. Ziege, also Ziegenfarm. Ziegenfarm. Okay. Wenn Sie mal, ja. Weil Sie mir gut Reise geben, Sie nicht die junge Frau. Wenn Sie mal brauchen für eine Hochzeit oder für Party, ein Ziegenbock, Sie können mir anrufen. Ich werde Sie geben. Für die Hochzeit ein Ziegenbock. Ja, zu schlachten. Ich werde Sie gute Preise geben. Ach, schlachten. Okay. Ja, das ist nichts geschenkt, also, das soll man essen oder Ausstopfung machen. Ach so. Also wir schlachten bei der Hochzeit eigentlich nicht, aber... Das ist bei Ihnen wahrscheinlich so. Ja, natürlich. Also bei meiner Hochzeit hat keiner was geschlachtet. Dann Ihr Mann sie keine gute Vorbereitung machen. Du musst der heilige Ziegenbock schlachten. Das ist den heilige Kuh glücklich. Ach so. Ist das bei Ihrer Religion so? Ja, bei Indien, right? Ach so, Sie sind Inder? Ja. Super. Wo Sie herkommen? Aus Hannover, ich bin Deutsch. Aus Hannover? Wo ist das? Ist bei genau, Hannover. Hannover. Das ist da unten, ne? Weiter unten. Genau. Das ist sehr gut. Also, und bei Hannover, man kann keinen Ziege bei Hochzeit nehmen?
Nee, bei uns nicht. Oh Gott, Aber ist das ich verboten? kann ja. Verboten denke ich nicht. Also jeder kann ja das machen, was er möchte. Auch Ziegeschlag denn? Ich weiß nicht, ich denke schon. Das so. Okay. Ich freue mich sehr darüber. Können wir zu den Preisen zurückkommen? Ja, gib her. Diese 500 Euro bekommen Sie ja überwiesen. Da bräuchte ich einmal Ihre Bankverbindung. Ja, PayPal? Ja, dann einmal Ihre IBAN oder Kontonummer Bankleitzahl, bitte. Ja, können wir PayPal machen? Per PayPal arbeiten wir nicht. Wir arbeiten mit dem SEPA-Lastschriftverfahren zusammen. Die sicherste Zahlungs- und Überweisungsmethode in ganz Europa. Ja, SEPA-Lastschriftverfahren. Das bedeutet, ja, dass man ohne Ihre Genehmigung von eurem Konto nicht mal einen Cent abziehen kann, dass man Ihnen nur Geld überweisen kann. Ja, und was soll kosten? Wie viel muss ich bezahlen? Nein, nein. Wir haben den zweiten Preis 500 Euro gewonnen. Das wird Ihnen überwiesen. Also bei meinem Konto auf nehmen? Ihr Konto. Okay. Nein, es wird auf Ihr Konto überwiesen. Und man dann, kann nichts von Ihrem Konto nehmen. Und dann Flugticket kommen. Also Sie, ja genau, Sie bekommen in den nächsten 7 bis 10 Werktagen die 2 Flugreisen schon zugesendet. Ja, und das andere Reisen dann 500 Euro per Kosten. Genau, dann bekommen Sie den zweiten Preis, entweder Sie bekommen die 80%, zu 80% die 500 Euro auf Ihr Konto überwiesen oder zu 20% die Türkei-Reise. Die bekommt aber nur einer, weil die ist ja viel, viel mehr wert. Was eine Türkei-Reise bezahlen, dann 500 Euro bei Antalya bringen. Right? Wie bitte? Hallo? Nein, das habe ich nicht ganz verstanden, was Sie damit meinen. Ja, ich auch nicht. Also jetzt 500 Euro geben und dann bei Antalya Urlaub machen. Nein, nein. Sie bekommen den zweiten Preis 500 Euro auf Ihr Konto überwiesen. Weil Sie das gewonnen haben. Also Sie Geld bei meine geben. Ja. 500 Euro? Ja, auf Ihr Konto überwiesen. Und das Reisen, wann das, also 3 Reisen dann haben? Oder 2 Reisen bei einer Reise bei Antalya? Nein, Sie bekommen die 2 Flugreisen, Baltikum und Venedig. Und dann bekommen Sie den zweiten Preis 500 Euro überwiesen. Ja. Oder die 8-tägige Flugreise in die Türkei. Da ich gerade die Vorarbeit für die Kontrollabteilung mache, trage ich hier alles ein. Nachdem wir aufgelegt haben, bekommen Sie einen Kontrollanruf, die nochmals meine Arbeit überprüft. Arbeit? Oder Urlaub? Meine, ja. Aha, jetzt habe ich jetzt Arbeit nichts verstanden. Wird ja überprüft. Ich erkläre Ihnen das dann später nochmal, wenn wir die Bankdaten eingetragen haben. Okay. Das ist Postbank? Ja. Saarbrücken? Ja. Ja, können Sie da geben? Das ist Rajesh Banker. Dann entweder Ihre Konto- oder Bankleitzahl, Kontonummer oder Bankleitzahl oder die IBAN, die reicht auch aus. Was ist sicherer? Das ist beide das Gleiche. In IBAN steht sowieso Bankleitzahl, Kontonummer drin. IBAN? Ja. Möchten Sie mit denen reden? Nein, ich möchte Ihre IBAN-Nummer hier eintragen. Oh Gott, ich nichts verstehen, was Sie meinen. Ihre Kontonummer und Bankleitzahl möchte ich hier eintragen. Ja, Postbank Saarbrücken. Siegfried, ja. Anton, Rickard, Bertha, Rücken. Gibt ein Wort mit Ü? Übermund? Saarbrücken, wie den Brücke. Ja, und jetzt Ihre Kontonummer, bitte. Ja, das Agd, Agd, Agd. Hallo? Ja, ich höre, ich schreibe auf. Ja, was Sie schreiben? 888. Ja, 7? Ja. 1, 3? Ja. 7, 7, 6. Ja, ich wiederhole. 888 713776. Right. Haben Sie auch eine Bank? Haben Sie auch eine Bankleitzahl? Was sollen wir machen? Haben Sie eine Bankleitzahl von der Postbank Saarbrücken? Ja. Ja? Ja. Muss ich Sie das sagen? Ja, ich höre. Was denn?
Die Post, die Bankleitzahl von der Postbank Saarbrücken. Ja. 59? 59? 01? 01? 00? 00? 66, Benchert. 66, Moment. Right, Terry Marki zu. Okay, ich wiederhole nochmal die Kontonummer, weil da habe ich, glaube ich, was Falsches eingetragen. Right. 88 8 7 1 3 7 7 6. Stimmt die Kontonummer? Ja, können Sie nochmal sagen, meine Sohn gerade nach Hause gekommen. 88 7 1 3 7 7 6. Ne, dreimal Akte, dreimal den Akten. Dreimal 8. Dreimal Akte. 7 1 3 7 7 6. Stimmt right, das? Right, right. Okay. Moment mal, das Terry muss ich kurz zu überprüfen lassen. Wird das Kontrolle machen? Die Polizei? Ja. Nein, die Kontrolle macht meine Vorgesetzte, weil bei mir im System zeigt die Kontonummer ungültig. Ich lasse das kurz meine Vorgesetzten überprüfen. Moment. Bin gleich wieder zurück. Eine Sekunde. Terry Markitschut. Herr Binker, ich bin jetzt wieder zurück. Oh Gott, das war um so Menschen da so schreien. Meine Kopf geht kaputt. Ja. Okay, wir sind ja in der Agentur, wir vermitteln bundesweit Preise von Verlosen. No. Herr Benker, wo ist Ihre Firma? Ist das bei Berlin? In Hannover. Hannover? Herr Benker, das sind jetzt Preise im Wert von 1.300 Euro, die Sie im Gesamten gewonnen haben. Right. Diese zwei Flugreisen und dieser zweite Preis. Und wie Sie wissen, wenn man in Deutschland etwas gewinnt, liegen an allen Gewinnen Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren, die normalerweise die Gewinner selber zahlen müssen. Da aber kein Gewinner 425 Euro Gebühren bezahlen würde, haben wir einen Sponsor beauftragt. So viel bezahlen? Ein Sponsor bezahlt das für Sie. Und Sie bekommen dann 3 Wochen nach Erhalt Ihren Preisen nur für ein Jahr eine Zeitschrift Ihrer Wahl. Und dann können Ihre Preise ohne weiteren Kosten an Sie ausgeschüttet werden. In welche Richtung lesen Sie denn gerne? Welche Zeitschrift sollen wir als Sponsor für Sie eintragen? Landkarte? Nein, Landkarte haben wir nicht. Wir haben Fernsehzeitschriften, Nachrichtenzeitschriften, Frauenzeitschriften, Technik, Sport, Finanzen, Lifestyle. Finanzen, sehr gut. Finanzmanagement? Finanzen. Für Ziegenbock, ja, right? Ja, da gibt es einmal Börse Online, Euro am Sonntag, Focus Money. Haben Sie auch das Börse Offline? Börse Online. Offline? Hier. Offline? Nein, das haben wir nicht. Mother, John. Oh, dann haben Sie für Garten. Kleine Zeitschrift gibt es doch gar nicht. Für Garten haben wir leider nicht. Dann also was? Fernsehzeitschriften, Damenzeitschriften, Lifestyle. Lifestyle, Technik. Lifestyle ist sehr gut. Punjabi MC. Da gibt's einmal OK, in das Glas und Style Magazin, in der Grazia Gala. In das Stars und Style Magazin. So. Grazia Gala Bunte. Haben Sie Gong? Gong, Fernsehzeitschrift haben wir auch. Was bei das Sie? Ist Fernsehzeitschrift. Was bei Sie kosten? Meine Frau immer bei Laden kaufen und immer vergessen. Okay. Gong ist eine wöchentliche Ausgabe. Die kostet für 6 Monate 57,20 Euro. Da Sie aber 2 Monate gratis bekommen, wird das nochmal verrechnet, das wird nochmal günstiger für Sie. Oh, sehr gut. Und jetzt eine Reise
schenken, Zeitung kaufen. Warum? Nein, Sie bekommen jetzt erst in den nächsten 7 bis 10 Werktagen Ihre 2 Flugreisen mit den kompletten Unterlagen zugesendet. Erst 3 Wochen später bekommen Sie Zeitschrift. Erst 3 Wochen später bezahlen Sie. Das bedeutet, dass Sie in diesen 3 Wochen genügend Zeit haben, erstmal alles in Ruhe durchzulesen. Right. Und wie gesagt, diese Zeitschrift bezahlt für Sie alle Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren. Deswegen ist das kein normales Abo, also kein normales Zeitschriftenabo. Das ist nur für ein Jahr. Sie haben 2 Monate gratis und Sie würden nur 2-mal minimale Beiträge zahlen, nicht mehr. Okay. Warum? Genau. Damit die Zeitschrift für Sie die Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren zahlen kann. Aber warum die Geld verschenken? Die wollen doch Geld verdienen oder nichts? Die verschenken Ihnen kein Geld. Ja doch, wenn die die Steuer bezahlen. Ja, die bezahlen die Steuern, damit sie für ein Jahr die Zeitschrift beziehen. Nicht mehr. Du Mother Benchot, kann ich Sie meine Sohn geben, die nichts verstehen? Okay. Ja. Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Lena Weile, mein Name. Ja, hallo, hier ist der Dorian. Ich soll übersetzen. Mein Vater hat das nicht verstanden. Was hat er nicht ganz verstanden? Der hat gesagt, er weiß gar nicht mehr, um was das geht. Aber irgendwas mit einer Reise und jetzt doch wieder nicht. Wir reden mit ihm seit 35 Minuten fast und er hat nicht verstanden, worum es geht. Okay. Also er hat sich selbst eingetragen, entweder bei einer Bestellung, Mitgliedschaft oder wenn er sich mal über das Internet registriert hat, hat er irgendwo eine Teilnahme akzeptiert, also ein Kleingedrucktes, wo er sich auch eingetragen hat und uns einen Anruf Einverständnis erteilt hat. Ja, das da macht er öfter mal. Da rufen andauernd Leute an. Da er sich eingetragen hat, in den Kleingedruckten steht, dass er bei Verlosung dabei sein möchte. Und er bekommt jetzt in diesem Zusammenhang eine 4-tägige Flugreise nach Baltikum und eine 4-tägige Flugreise nach Venedig. Oh, hat er endlich mal was gewonnen? Weil sonst rufen hier immer Leute an, die Hundefutter und Strom verkaufen wollen. Der hat echt was gewonnen. Hundefutter, Strom. Ja. Möchte man verkaufen. Ja, darum rufen die Leute sonst immer an. Ist so. Das ist komisch. Gleich zum ersten Mal. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich ihm gesagt, er bekommt alles schriftlich zugesendet jetzt in den nächsten 7 bis 10 Werktagen mit seinen 2 Flugreisen. Ja. Dann hat er noch gewonnen, einen zweiten Preis von mindestens 500 Euro, den bekommt er auch zugesendet. Den bekommt er überwiesen. Hast du das verstanden, Papa? Du hast eine Reise gewonnen und Geld. Tut mir leid, dass ich das immer kritisiert habe. Mach weiter so. Ja, Entschuldigung, ich habe das nur kurz erzählt. Ja, aber er versteht sie sehr gut anscheinend. Ich hatte nicht verstanden. Ja, ihre Leitung ist auch ziemlich schlecht, muss ich sagen. Okay. Wo sitzen Sie denn? Sind Sie in Antalya? Moment mal, ich bin gleich... Nein, wir sind aus Hannover. Moment mal. Ja. Kurz einen Moment. So. Ich habe gerade mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Ja. Dem kommt das nämlich alles ein bisschen komisch vor. Dann hat er gesagt, wir schicken am besten eine Anzeige an den Mariendorfer Damm 179 nach Berlin, ja? Auf Wiederhören. Und da ist das dann alles drin, oder wie? Blöd, scheiß Telefonbetrüger! Schön viel Zeit gestohlen, diesen Dreckspack. Schöne Sache, schöne Sache. Ja, schick mal die Anzeige zum Mariendorfer Damm 179. Mach das mal, meine Freunde. Ihr dürft auch gerne mal wieder anrufen. Ich freue mich darauf. Billard. Arschlöcher.